PS-Regeln? Ja. Ja. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von TTT zusammen mit. Das wäre jetzt euer Einsatz gewesen. Ja, genau. Phänomenal verkackt. Also, Nanu! Ich wollte nicht immer den Anfang machen. Also zusammen mit Fabulous Nanook, zusammen mit dem Cube, der immer geneift wird, zusammen mit dem Cry, keine Ahnung, was mir zu dir einfällt, zusammen mit dem Cube, der immer geneift wird. Nee, das habe ich schon gesagt, warte mal. Ja, genau, nee, warte. Mit Rex, der Butterfee. Ey, Mann, es gibt keinen Detective. Wie, es gibt keine... Oh nein, nicht schon wieder, oder? Aber Maximo ist so ein Stück dämliche Scheiße. Boah! Wow. Ich ruf ihn mal an, warte, ich ruf ihn mal an und stell auf laut, warte. Nein, tu's nicht! GP, schneid das bitte raus! Nein! Nein, 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 hör auf! Ey, kann bitte... Soll ich mal anrufen? Nein! Nein, lass ihn einfach, dem Esel! Ich soll ihm schreiben? Also es wäre ganz nice, wenn du das jetzt nicht machen würdest. Es wäre zusätzliche Arbeit für mich. Du müsstest alles mit dem Piepton hinterlegen. Wäre dir sehr verbunden, will er damit. Warte mal, ich würde mich mal ganz kurz. Nein, Ducky verbrennt! Nein. Ducky verbrennt! Oh Gott. Crysets! Crysets? Ja, das haben wir mitgekriegt. Warte. Das ist eine Lüge! Das ist eine Lüge, du. Oh, Nanook! Nanu, warum bist du hört? Hab ich dich auch Blade GP. Was hast du? Hier der Cube. Hier liegt Rex. Und damit ist die Runde vorbei, sehr gut. Hä? Wieso gibt es zwei Traitor? Ja, na, eine gute keine Frage, nicht wahr? Passt. Okay, ich dachte nochmal Maximo spielen mit Maximo. Jetzt hat es Rex hinbekommen, Rex sagt schon. Jetzt hat es Maximo hinbekommen, dass wir zwei Töter haben, aber keinen Detective mehr. Das finde ich auch gut. Ohne was super anderes. Ja, ist doch was anderes. Das habe ich nochmal geschrieben. Ja, warum lag ich, Alter? Das ist so ein Abfuck. Ich muss mich echt bei Crysis bedanken, dass er mich nicht mit dem Messer getötet hat. Danke. Ich wollte eigentlich nicht erst killen, aber ich habe mich nicht gefunden, habe ich halt Rex geneift. Endlich ist das zu Ende, dass mich alle wirklich. Nee, ja, Junge, wenn ich jetzt nichts von Schäbe und ich finde. Nein. Okay. Ja. Es geht um Cube, ne? Cube, ich hab also doch immer eine stabile, nice, merke ich mir. Stabile Leistung, stabile Leistung. Merke ich mir. Über, was hast du? Über, weit, ich hab weit über 30 FPS. Ich hab nicht schlechteste Ping. Mann, war denn ein Wunder. Alter, Nanook, was hast du für ein Überping, ey? Anzeigen bei der Polizei und wird eine einstweilige Verfügung gegen euch wirken lassen, damit ihr euch nicht nähern dürft. Alter, Nanook, was hast du für einen Überping, ey? Das kam jetzt etwas aus dem Zusammenhang raus, aber was? Okay. Dann werfen wir das Messer einfach. Ach, verdammt. Ich schnapp mir genau. Hier. Ey, einstweilige Verfügung, verpiss dich, 50 Meter Umkreis. Noch hab ich weder von deinem Anwalt, noch von irgendjemand anders gehört. Ich bin mein eigener Anwalt. Ja, dann zieh du darfst dich vor Gericht nicht selbst verteidigen. Doch. Echt nicht? Doch, wenn du das kannst, darfst du. Ja, darf man natürlich. Aber ist aber ja die Frage, ob das halt Sinn macht. Oh Gott, John, bleib! Geht. Was? Was? Als ob! Das ist ein Scherz jetzt, ich bin gerade shoppen! Der Dennis hat sich verabschiedet aus einem guten Ich war shoppen! Super. Wem hab ich den Digga-Headshot gegeben? Den Eric! Ey Mann, ich wollte Paul knifen. Egal, ich hab Paul geknifft. Alter, Nanook ist rausgeflogen. Macht gar nichts. Nanook ist rausgeflogen. Echt? Ja. Boah, die 100.000er Leitung von Nanook ist ja echt gut. Ja. Willkommen bei Unity. Alter, ich habe eine 3K-Leitung. Willkommen bei Telekom. Ah, warte mal, stimmt, bei Telekom hat er wahrscheinlich, ne? Geh doch. Ah, da ist Dete. Verpiss, die Telekom ist nicht scheiße. Das kann man nicht sagen. Deswegen habe ich jetzt bei Unity Media, weil Telekom mich aufgeregt hat, weil die Leistung einfach scheiße war. Ja, aber dir ist schon klar, dass Unity Media und Telekom die gleichen Leitungen benutzen. Nein. Doch. Tun die. Echt jetzt? Die einzige, der einzige. Unity Media hat die Glasfaserkabel doch. Telekom aber auch. Jeder hat Glasfaserkabel, jeder hat eine gleiche Leitung. Aber letztendlich gibt es einen Verteiler, wo die Glasfaserkabel hingehen. Und dann kann von dem Verteiler Hallo. Aus nimmt sich Unity was ab. Hä, ist das Spiel behindert? Warte mal. Oh! Alter. Ey, warte mal, wieso? Oh, wir haben die Waffe auf. Haben wir jetzt Hallo. Noch eine Dete? Wir haben Dete. Ja, haben wir. Nimm okay. Die Waffe auf, Spiel. Hallo.
Aber was ich nicht verstehe, wieso, wenn bei Beispiel YouTube ist das Internetausfall, weil ein Kabel angeschweißt ist, wieso fällt es bei der Telekom nicht aus? Wieso will der die Waffe nicht aufnehmen, hä? Keine Ahnung. Auf Junge. Jeden Fall. Keine Ahnung, ist ja auch egal, lassen wir den Der Sachen Verteiler gehört auf jeden Fall der Telekom. Und jetzt? Der einzige Anbieter, der andere Leitungen Cry haben, bei mir? Ist Vodafone. Die haben wirklich andere. Okay, hier ist jemand tot. Erik ist tot. Paul ist noch nicht gemettert worden, er ist es. Nein. Ja, alles klar. Wo ist er? Nein, da, kein KOS. Oh, Paul. Paul bei mir. Hä, warum ist es Crysens? Ja, Crysens und Darky. Das ist doch gelogen. Eine glatte Lüge. Das ist so hammerhart gelogen. Darky, was fällt denen ein, ne? Na ja, Rufmord, ne? Einfach Rufmord. Meine Verteidigung, ich habe Element. Oh, Hosen geschissen. Was? Ich glaube, Rex ist es. Ja, ich auch. Gar nicht, warum? Geh doch! Eric, nur habe ich das Gefühl, dass die Telekom eigentlich die Leute sind, die eigentlich am ersten hier, ne? Die kann Märtyrer, seit wann das denn? Oh, na nun, im Ernst jetzt, Vodafone. Vodafone ist das Beste, aber Vodafone mit einem E. Ist mir doch egal. Und mit einem ja. E. Ganz ehrlich, ich hatte bis vor kurzem noch ein 2000er DSL, also ich will mich ja nicht beschweren. Hä, ich hab doch Vodafone. Ja, okay. Aber Alter, wenn du mit dem Internet groß wirst, da du YouTube in flüssig 360 Pixel nur gucken kannst, ja, da bist du über so ein Internet echt froh, was ich hab. Das Einzige, wo Telekom halt wirklich gut ist, sind die Mobiltelefone. Also da hast du recht. Wie gesagt, also wir haben wie gesagt hier Netz per Telekom, aber das ist so überbehindert. Wir haben das Problem, dass die letzte Leitung halt der Telekom gehört. Weißt du, also weißt du, ist halt auch wirklich nichts in der Nähe. Die Telekom hat uns jetzt für eine Woche aus Versehen das Internet abgestellt. Geil, ich bin die. Boah. ich ohne Witz, ich war bisher TTDT, momentan läuft's. Aber ich dachte echt, nein, die Telekom und Vodafone-Leitungen übereinander laufen und dass Unity Media hier rein hat. Weil das wird nämlich passen, weil wenn bei Unity Media ausfällt, dass es nicht bei Telekom ausfällt. Oh, Lukas, verpiss dich. Ey, komm schon. Zählt hier auch die Regel mit dem bei mir? Verfolgung 1, Nicht unbedingt, würde ich sagen jetzt, weil wir können es machen, wenn unbedingt das soll. Dich. Hallo Erik. Wie ist es mit Taunt-Benutzung? Nicht so. Okay, sorry, dann mach ich den Lukas hat einen Taunt benutzt. Ja, tut mir leid. Ey, das kann nicht dein Ernst sein. Da war ich mit Märtyrer hochgegangen. Oh, Lukas, ich hasse dich, ganz ehrlich. So habe ich keinen Bock zu spielen, wenn ihr mich jetzt alle verfolgen müsst. War nur bist du gerade tot? Oh, ja, bei mir. Halt die Klappe. Kommt mich mal bitte zu dem. Suche schon. Moment, Paul ist tot, Lukas ist tot. Erik ist still. Ja. Ja, ich bin vorhin falsch. Erik ist gemutet? Ja, Erik ist still, okay. Ja. Ich bin noch nicht muted. Happy. Du warst. Nein, du warst nur bei mir gemutet. Ich hatte dich von vorhin noch aus irgendeinem Grund gemutet. Ja, ey, weil du alle gemutet hattest. Erik, bleib weg von mir. Komm ich mal zu denen. Zu Darky? Okay. Du läufst mir so einen verdächtigen Abstand hinterher. Aber bei Darky, also keine DNA dran, ne? Läuft Crysis noch irgendwo? Ja. Vielleicht läuft noch irgendwo rum. Ich lebe noch. Ich bin noch bei Erik. Ich lebe auch noch. Erik ist bei mir. Was? Erik KOS würde ich sagen. Warte, der ist, der läuft. Warte mal. Achso. Hey! Du bist ja Spaß. Oh yeah, ich bin proven. Ja, oh yeah. Also pass auf, für Darky, für Lukas zuliebe würde ich. Ne, für Paul zuliebe verfolgen 1, 2 und 3 jetzt kann jetzt auch hier, ne? Ja. Weil das mit Messern wird dann echt schon scheiße, sonst kann der Paul gar nichts tun. Sollen wir das Messer rausnehmen? Können wir bitte lassen? Oh, Erik! Was? Scheiße. Aber es fand ich schon scheiße, Nuke hat mich schon angeschossen, fast als nicht Rex so geschauspielt hat, dass er tot wäre. Ich will gar nichts sagen. Ich möchte dich nur mal darauf hinweisen, du hast die ganze Zeit nichts gesagt. Hab ich doch. Nein, Nanook hat die ganze Zeit nichts gesagt, weil er hat gerade geschrieben, keiner hört mir zu.
Okay. Das heißt, wenn du solltest du Nanook irgendwas geschrien haben, während du gestorben bist, als Erik dich getötet hat, haben wir das nicht mitbekommen, weil du warst gemutet. Kann sein, dass er Mikrofon nicht aber nein, oder er kann nichts hat er gesagt. Die Talkpower schon wieder? Guck mal, ob der Talkpower hat. Ich kann nicht, sonst bandet bei mir. Ja, same hier. Nein, er hat keine Talkpower. Ja, ja, gib die mal wieder. Ach stimmt, der ist ja einmal ausgetan. Ne? Ey, ihr seid so easy, gell? Du kannst doch selber Talkpower geben. Nein, jetzt bin ich innocent. Ich bin bei GP. Hallo, Crybaby. Hallo, GP. Hallo. 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 Komm, ja. So. Genug dem Männer, die Leute, jetzt ist ja richtig. Ich rede nur so dämlich, wenn er Tee ist. Ja, korrekt. 100%. Und ihr habt gehört, er hat zugegeben. Ja. Rex, hinter dir. Mein Sonnenschein. Das fand ich jetzt nicht. Ich würde da nicht durchgehen. Das finde ich jetzt aber nicht so nice. Ich würde da nicht durchgehen, Alter. Leute. Ich kündige doch sowas an. Ich hab gesagt, geht da nicht lang. Ja, du hast aber nicht gesagt, ich wurde angezündet. Ja, ich weiß nicht. Warum? Crysens bei mir. GP bei mir. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Crysens bei mir. Ja, ich bin GP ebenfalls. Hallo Crysens. Hallo Rex. Hallo Erik. Hä, wo bin ich? Ah, hier bin ich. Hallo Erik, wollen wir Freunde sein? Ich bin bei Dark. Erik, Freunde! Ja! 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 Erik, pass auf! Meine Mom kommt bestimmt gleich wieder hoch und fragt mich, ob ich behindert bin. Und springen. Voll geil. Hey, ich hab 5 Schaden bekommen! Ja, von der Luke. Burn, motherfucker, burn! Ist eigentlich schon jemand tot? Du hast mich schon fucking angeschossen! Oh, oh, das macht Damage, das macht Damage. Du hast selber angezündet? Quasi, ja. Paul! Ich wette, Paul liegt wieder irgendwo mit dem Messer. Och nö. Wahrscheinlich. Paul? Paul wurde gemessen! Warte, hol DNA, hol DNA, call den Dich und hol DNA. Oder wir leben ihn mal wieder. Er hat's verdient. Komm, er wird immer gemessert bisher. Wo liegt der arme Junge? Da hier hinten. Geh da mal weg. Was machst du das? Und er verbrennt ihn. Er verbrennt. LOL. Der wurde Rex bei mir. Erik ist bei mir. Ich hab Angst. Junge, okay. Hätte ich gemacht, ich glaube, der Dete wurde. Ich hab nur eine Ziege. Oh shit, der Dete ist tot. Er wurde gemessert. Okay. Da war einer. Das GP, das GP. Der wurde geneift, ich fass. Ich fress grad Chips, ich ess grad Chips, warte kurz. Ey, da. Darky. No. Achtung, weg, Martyrium. Vergiss es. Puff, nein. Ich geh aufs Risiko, Sonnenschein. Ja, danke. Erik war. Das war. Du warst meiner infizierten Leiche und Rex war da. Das war kein. Das war klar. Idiot. Können wir dafür sorgen, dass Nanook nie mehr detected wird und einfach meine Leiche zu verbrennen? Ach, da war auch noch eine, oh! Handy! Hä? Oh, wo waren die Unidentifizierte? Da war nur Wax! Nanook, netter Zug! Das rede ich ingame! Was? Ich hab mich. Netter Zug, Nanook! Ich hab mich voll gesagt! Aber... Ganz ehrlich, Nanook, du bist echt ein Idiot! Hatte schon jemand gesagt! Ja. Ich war trotzdem allein bei 2-2-Hatern, ihr Dödel, Alter! Die schicken mich allein zu 2-2-Hatern! Ja, warum? Ja, genau! War ja mal Mut-Test, warum wie nicht? Du schaffst. Ja, genau. Du wolltest mich ja nicht wiederbeleben. Hab mich da gerade verstanden. Weißt du, Nanook, hast du wenigstens DNA genommen? Ey, Nanook, wer hat eigentlich Cube gebessert? Ich stand hier in der Theke und hab darauf gewartet, dass du ihn wiederbelebst, damit ich dich abknallen kann. Lukas hat mich gemessen. Ich weiß! Och, innocent, nein! Innocent. Oh, nö. Immer innocent, ey, das ist doch langweilig, ey. Was soll ich denn meinen Zuschauern jetzt hier sagen? Ich werd nie Schreiter! Nie! Hallo, Cube! Na, Loop bei mir? GP, deine Zuschauer, was ist du hast Zusammenschnitt was gemacht, ist für eine Detective von Innocent und hast die Twitter-Runde rausgeschnitten. Der Wort. Okay, Crysis wurde genervt. Ich dachte schon gerade, Cube hat's erwischt. Ja, nein, Cube ist bei mir. GP, deine Rex, komm mal her. Nimm mal den oder belebt den gleich wieder. Geht weg, alle weg. Rache, ist süß, du Arschloch. was wollt ihr von? Cube bei mir? Ey, jetzt stehen die alles auf dem Fleck, das ist viel zu. Ganz ehrlich, ich glaube, dass das Cube ist, weil er noch nicht geneigt wurde. Erik von der DNA her. LOL! Nanook will ich knife, Nanook will ich knife, Nanook wollte. Nanook hat ihn geknifed. Hab Nanook. Märtyrer. Okay. Wer lebt noch? Och nö, ne? Och nö. Papa!
Oh nö! Das hört. Kommt zu Papa! Eine Frage. Können wir jetzt ausmachen, dass wenn nur noch einer lebt, also ein Innocent lebt, dass man keine explosiven Sachen benutzen darf? Wie oh nein, das ist ja so langweilig! Weil dann, nee, weil dann hat, kann man sagen, dass der Trader sofort gewonnen hat. Aber wie Rex und Darky einfach geschluckt haben! Gerade beim Rocket Launcher ist Aimbot. Alter, es war so. Ohne Scheiß, ich hab's auf Video, ohne Witz, Darky, na? Wie du so rum. Cube, na? Du läufst so rum und da kommt Saluk hinter dir mit dem Messer und ich denk so: Moment, was läuft denn so schwul rum? Leute, der hat ein Knife. Nein! Ich hab erstmal Chrysons gemessert, der schreit so: Erik, und die keiner kriegt, wenn ich. Ja, dachte mir auch gerade so. Hat echt kein. Hat das echt keiner mitbekommen? Ich hab mehrfach nee. Erik gerufen. Sonst hätte ich. Ich hab's jetzt echt keiner mitbekommen. Ich hasse euch alle. Wir haben also nicht eigentlich Rex noch überhaupt am wenigsten. Und Cube, deine Leichenstellung fand ich jetzt auch nicht freundlich. Oh, ich bin wieder innocent, da, ja. Ey. Also bei mir werden schön viel Tee runden. Jetzt mal, Erik, du hast das Messer an den Falschen verschwendet, das muss an Cube gehen. Nee, ich hab's an dir verschwendet. Cube, ja. Ja, na. Cube, sag ich doch, an den Falschen. Oh, Cube wurde. Nee, Cube ist nicht, ach so. Ey, wer schießt. Ey! Rex, nicht auf Cube schießen. Rex! Hab ihn. Der hat. Wer ist denn jetzt? Nein, stopp, wer ist jetzt? Der hat den Märtyrer. Oh Gott! Was war das? Darky, wie wär's, wenn du ja noch die Leiche confirmst? Ich hab noch gelebt. Wieso bin ich dauernd in-game? Das kann ich dann also, dass du mich. Was war das jetzt? All und all, was du gemeistert hast. Jetzt ist auch. Ich hab's auf Video, es war zu geil. Vor allem, das Beste war, ich hab erstmal den Falschen angeschossen. Der Grund, warum GP und ich noch so ein bisschen verhält ist, aber GP wird nicht wetter und kann mich somit auch nie messern. Hä, ich hab dich einmal gemessert, Mann. Ich hab Cube. Alter, ich hab ihn noch nie gemessert, ey, das ist voll langweilig. Ich verzeih dir das GP? Nicht. Ja, Sonnenschein. Haben wir eigentlich schon mal erwähnt, von wem der Server gesponsert wird? Stimmt, das haben wir vollkommen vergessen, Leute. Das haben wir vollkommen vergessen. Von Nidergado. Nanook. Komm, stellt mal kurz den Server vor, Leute. Also, wir spielen hier auf dem New Age GDT Server. Nitrado. Also, auf dem Privatserver von ja, New Age. Ja, die Adresse Alter. Für das gemeine Fußvolk wäre newage-servers.de Doppelpunkt 277052, oder? Hallo, oder 3. Irgendwie sowas. Schon, wir haben die Verfolgungsregeln. Aber ihr könnt gerne auf dem TeamSpeak mal vorbeischauen. Das ist auch ja. New Age. Die TeamSpeak-Adresse, genau. newage-servers.de wäre die TeamSpeak-Adresse. Wir stehen euch für Fragen und so. Rex, go ganz zur Verfügung. Rex bei mir, die Butterfee! Okay, ich hab die Butterfee gemacht, ja. Jawohl. Das hört er so über die ganze Map. Wow. Nice Cube. So wie ich gerade bei Rex und Lukas. Warum hast du einfach auf mich mit dem geschossen, Lukas? Du wusstest nicht, dass ich. Hey doch, alle sind doch gestorben. Nee, und du hast mich am Leben umgekommen. Als ob du guckst mich an die ganze Zeit mit einer Waffe. Die ganze Zeit, 2 Sekunden. Ja, aber ich hatte mir auch noch ein Messer gekauft. Nur so ey, GP, machen wir danach noch eine Runde. Auf jeden Fall. Machen, also was ich eigentlich vorhatte, ist ja, klar, zu messern für die Aktion von letzter Runde. Wie viele Runde ist das eigentlich? Die erste. Das ist als ich gesehen habe, dass Rex okay. auch ja. mein Traitor-Kollege ist, hatte ich vor Nanook damit zu knifen. Ja, was draus geworden? Die Frage, ich hab's noch nicht ganz gecheckt. Man muss immer noch unidentifizierte Leichen identifizieren, ne? Ja. Okay, gut, ich habe mich gerade bei Dark jetzt gewundert, nur deshalb. Wo ist das? Oh, ich bin wieder innocent, ey. Traitor Cube, wo bist du? Alex, darf ich bei dir bleiben und ich. Nein. Schutz. Oh, Mann. Ich begehre Asyl. Vergiss es. Zurück nach Kasachstan, wo du hingehörst. Genau, der schlägt. Lol, so, da wurde gerade einer gekillt. Weg, da wurde gerade einer gekillt. Hallo, da wurde gerade einer gekillt. Ich nehme keine Würfel auf. Cube, lebst du noch? Nein, Cube wurde gemessert, wetten. Chrysons! Hä? Was war das? Immer alle behaupten ich das, ne? Ich finde das echt unfreundlich von euch. Wo bist du gerade? Was? Was? Ohne Scheiß, Rex, du bist dümmer als ein Sack Hundescheiße auf dem Gehweg, ja? 2 Traitor, 4 sind bei Confirmed Death, ja? Und es sind nur noch 3 am Leben. Kein T ist tot. Was schießt man daraus? Richtig, der VDST. Was war's tot? Richtig. Wo bist du? Der hat auf die Anzeige geguckt wie du. Ey, der Witz ist, das Auto war immer noch am besten.
Welches Auto? Ich hab gedacht, das ist ein Spielzeug. Das ferngesteuerte Lenkrad. Jetzt nicht ernsthaft, Danuk. Du bist jetzt nicht ernsthaft durch das Auto gestorben, ne? Erstmal kommt die Hupe. Miep, miep. Daraus schließe ich, dass das ein guter Kauf aufs Clipfodder war. Du bist gerade echt durch das Auto gestorben? Doch, Alter. Ich hab's gegen ihn fahren lassen und dann bumm. Oh, Leute. Das Auto, ist böse, Leute. Das ist genau, das platzierst du genauso wie eine Drohne. Hupen tust du mit Rechtsklick und explodierst mit links. Ja, nee, aber links platziere ich das genau. Bei mir steht immer irgendwie Empty Place oder so ein Scheiß und in Wirklichkeit ist bei mir nicht. Boah, ich bin wieder innocent, ey. Ja, nochmal zu erinnern, bin bei GP und zweitens letzte Runde, ne? Ja, wow. Nee, halt. Aber trotzdem, wie platziert man das genau? Ey, komm schon, Crash. So, jetzt war ich in Anfang der Runde. Du kriegst dich hin. Ich war DT, nee, TT. Cube, ausnahmsweise funktioniert ja Messer leider nicht. Ein paar Mal muss es machen, dann funktioniert. Will jemand die Golden Gun? Gerne, du. Ja. Oh, wir sind schon wieder alle auf dem Fleck. Ja, ich möchte die bitte, ich hab ne gute. Halleluja! Wer will die? Ich gib mir. Ich gerne, ich gib. Ducky! Weg! Was? Oh, Paralabum! Du bist so fetter! Was willst du von mir? Hä? Darky, sorry, war der falsche Ding. Scheiße, ich mag eigentlich Trader, ich dachte, ich kam von dir, weil du warst der einzige. Was? Scheiße. Nee, du gibst mir jetzt keinen Header. Irgendwie. Sorry, Cube! Sorry, tut mir leid! Oh Mann, ey. Allein für das Karma müsste ich schon getötet werden. Rex bei mir. Ja, ich bin bei dir. Einer von euch beiden ist es, Achtung. Unwahrscheinlich. Bist du es nicht? Doch, weil mir unten ein schön grüner Innocent steht. Ja, bei mir auch. Bei mir auch. Buchstabe B bei Innocent rückwärts. T-N-E-C. Wartet mal. Warum redet GP? Nein, ich bin tot. Echt mal GP, Schnauze. Ja, gefällt gleich so. Sag mal, lebst du noch? Crescent? Ja, aber laut ist Rex nämlich. Warum ich? Ich hab nur gesagt, dass du da unten bist. Ach so. Dass du's bist du sowieso. Platz ihn da oben! Ruhe mein auf Schatz. Den billigen toten Plätzen. MLT! Gallop! Wer ist denn sonst noch so am Leben? Erik? Da ist jemand gerade gestorben. Nein, ich lebe noch. Rex lebt auch noch. Oder, Alter, einer von euch beiden ist es. Leck mich am Arsch. Hier ist der Instant-Derby. Press. Ich hab nicht gesagt, das ist ein Instant-Derby, ne? Rex, ist immer noch bei mir. Ey! Bist du ein Penner? Schießt du in meine Richtung. Wir haben Headshot-Audi-Runde. Ich wundere mich, wieso der kein Start kriegt. Erik, du hast das Aim of Uganda, gell? Ich hab nicht dran gedacht, dass wir die Runde haben. Vor allem, mal so nebenbei, ich hab extra auf deine Beine geschossen, falls du nicht gemerkt hast. Ich hab ne verfickte Diege, wenn ich den Headshot geben wollte. Ja, das ist immer noch zu doof dazu. Das ist eh ne Treff. Oh, Rex! Schade. Yo, one hit, ey. Ja, damit habe ich gewonnen mit 47 Punkten, Leute. Ich wusste es. Der YouTuber schlägt sich durch. Geile Runde, Leute. Wem es gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Bis dann. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao. Ciao. Tschüss, Alter.